Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Dönerbude. Ich hoffe, man hat meine Begrüßung gehört. Ich war schlau genug, das Mikro von meinem Headset jetzt erst runterzustellen. Ja, geht weiter mit Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel. Der Nebel ist weg und hier ist jetzt ein Höhleneingang auf dem Weg zum Nebelsee. Wie steht's um meine Items? Das kann auf jeden Fall alles weg. Belebersamen habe ich einen gefunden, bei dem bleibe ich. Die lege ich auch weg. Ich denke, ich hab, was ich brauche. Na dann. Ja, ich bin soweit. Versuchen wir unser Bestes. Währenddessen. An der Statue von Grudon. An der Knuddeluff und Team Skull waren. Steboss, was ist los? Stimmt was nicht? Boss, wie lange starrst du ihn jetzt schon an? Komm schon, furzen wir ihm ins Gesicht. Psst, halt die Fresse. Hier, Freunde, was denn los? Ihr seht mich die ganze Zeit so unheimlich an. Der Typ ist eine harte Nuss. Echt hart. Jetzt verstehe ich. Wir bringen das Spiel zum Laggen. Ich mache mit. Weniger FPS! Ihr wollt mich mit lustigen Grimassen zum Lachen bringen. Ich wette, ich kann euch auch zum Lachen bringen. Komm schon, Boss. Bringen wir ihn um! Ja gut, das klappt nicht und wir haben keine andere Wahl mehr. Hey, Knuddeluff. Was? Nix für ungut, aber wir bringen dich um. Furz! Die Dunsthöhle. Ich hab keinen Dunst, was hier auf mich wartet, aber mal gucken. Und ja, den Gag habe ich gerade wirklich gebracht. Das hat nicht nur so geklungen. Naja, Amarena-Beere ist nicht unbedingt die wichtigste. Mit Bären außer Sinelbären arbeite ich in Mystery Dungeon allgemein so ziemlich nie. Wenn, dann nehme ich Samen. Schon die Treppe nehmen, ne? Also, es wäre schon cool, wenn wir heute den Nebelsee erreichen könnten, muss ich sagen. Deswegen, mal ein bisschen hier. Zack, aufs Gas hauen. Und auf die Gegner. Keine Ahnung, bringt der Orb was? Warp Orb. Sehr schön, ich habe wieder ziemliches Glück mit der Treppe. Ich würde sagen, ich lade mich auf, du greifst das Snowball an. Ja, shit. Das Problem ist, ich kann auch nicht einfach... Ich werde meinen Belebersamen verlieren. Aber ich kann jetzt auch nicht wechseln. Er lebt noch. Oh, 6 KP übrig gewesen. Die Sache ist die, ich hätte nicht die Position wechseln können und somit an seiner landen, weil das hätte auch nur dazu geführt, dass das Feuer-Pokémon Schneckmark ihm einen mitgegeben hätte. Deswegen war es schlauer, zu hoffen, dass das Snubbull nicht noch eine Feuerattacke benutzt. Und es hat funktioniert, ohne meinen Belebersamen zu verbrauchen. Nein, nein, nein. Du kommst hier nicht... Oh, TM. Donnerwelle, oh. Oh, 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 oh
Schmünter kann das. Ladevorgang ist zwar ganz nett, aber da muss ich sagen, ist mir Donnerwelle lieber. Eine Paralyse, wenn es trifft. Und das kann wirklich sehr wichtig sein, vor allem bei Bossgegnern. Sag mal, stimmt, bisher hatte man im Spiel einen, kann das? Das wird aber noch häufiger. Aber bisher hatte man doch nur Traumato, wenn ich mich nicht irre, weil ich zähle jetzt mal den Tutorial-Kampf gegen Zubat und Smogon nicht. Oh, come out. Ja gut. Diesmal bin ich dran. Ja gesagt, bist du dran, Kamaub. Tot. Der Magbi lass ich schlafen. Dann eben nicht. Ach, scheiß Feuerkörper, Flammenkörper. Mit dem Pufferstatus kann man nicht treffen. So, ich brenn zwar, aber kack drauf. Das Geld hole ich mir schon noch. So viel Geldgeilheit muss sein. Hau mal auf das Janma, bitte. Ich an deiner Stelle würde da weggehen. Aber wenn du nicht willst. Kannst du mal aufhören, alles und jeden anzugreifen? Das ist nicht nötig. Ach so, das Ding hat ja diesen Angsthase heißt die Fähigkeit. Fluchtinstinkt hätte ich jetzt gesagt, wäre auch ein passender Name. Du gehst mal ganz kurz aus dem Weg. Ich würde mir nämlich... Und Fragezeichen, man. Das war jetzt nicht so die beste Auswahl. Die Sinelbeere würde ich mir gerne gönnen. Lass ihn kommen. Und mach ihn weg. Taktisches Mystery Dungeon Gameplay. Mhm. Jetzt Fragezeichen, man. Du kannst aufhören, auf alles einzuschlagen, was uns über den Weg rennt. Ein Spiralband. Was bringt das nochmal? Finden wir es heraus. Nachdem... Also, das ist dieses Kackband, das keiner braucht. Mit dem Angriff und Spezialangriff nicht mehr gesenkt werden können. Und jetzt stirbst du, Snubbull. Und zwar leicht qualvoll. Sehr schön, ich habe das diagonale Laufen hinbekommen. Jetzt fühle ich mich. Und zum Glück habe ich schnell genug reagiert, um mich nicht zu freuen, dass da hinten eine TM rumlag. Ich hätte nichts dagegen, die Treppe schnell zu finden. Wobei die Sache an Feuer im Vergleich zu Gift ist. Erstens, ihr merkt selber, das macht deutlich seltener Schaden. Stimmt, Grüngummi war ja Käfer und nicht Pflanze. Und vor allem heilt man dagegen, anders als bei Gift. Ah, Mitte des Dungeons. Wir haben es ziemlich weit nach oben geschafft. Wir müssen schon nah am Gipfel sein. Hey, was war das?
gerade eben. Hast du das gehört? Nee. Habe ich mir das eingebildet oder nicht? Naja, egal, wir sind bald da, also lass uns weitergehen. Ja, mal ein Ingame-Safe einlegen, warum nicht? Ist schon gut, dass es sowas gibt in Mystery Dungeon. Vor allem, wenn dann längere Dungeons kommen. Hast du das gehört, Schmünzer? Also habe ich mir das Geräusch doch nicht eingebildet. Das hat sich wie eine Art Brüllen angehört. Aber ich frage mich, was es sein kann. Wer weiß, was uns erwartet. Aber seien wir tapfer und gehen wir weiter. Wir sind fast da. Los. Ich habe keine Ahnung, wie viel noch kommt. Kann auch gut sein, dass ich schon über die Hälfte hinaus bin. Ja, wir sind beinahe da. Und wenn wir den Gipfel erreichen, dann treffen wir vielleicht endlich Selfie. Vielleicht bekomme ich von ihm eine Antwort auf meine große Frage. Wer bin ich und was mache ich in meinem Haus? Das heißt also, wer war ich, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe? Also eigentlich derselbe, aber da fällt mir ein. Ich habe Fragezeichen, mir ja noch gar kein Wort davon erzählt. An was denkst du, Schmünzer? Du musst mir was sagen? Was denn? Schmünzer berichtet, was geschehen ist, seit sie das Basislager erreicht haben. Du hast was? Seit wir das Basislager erreicht haben, hast du das Gefühl, diesen Ort irgendwie zu kennen? Du hast auch von dem Pokémon erfahren, das am Nebelsee lebt? Das ist Selfie, oder? Der Legende nach löscht dir also das Gedächtnis von denen, die dort vorbeikommen? Das hat sicher nicht Palim Palim schon erzählt. Du vermutest also, dass du schon mal hier warst, Schmünzer? Du glaubst, dass dir Selfie begegnet ist und dein Gedächtnis gelöscht hat? Verstehe. Das beschäftigt dich also die ganze Zeit. Schmünter. Das ist ein Grund mehr, bis zum Gipfel zu gehen. Wir müssen Selfie treffen und herausfinden, was wirklich geschehen ist. Ich frag mich, wie du warst, bevor du dein Gedächtnis verloren hast, Schmünter. Warst du da auch schon Alkoholiker? Vielleicht kann Selfie unsere Fragen beantworten. Na los, machen wir uns auf den Weg zum Gipfel. Die obere Dunsthöhle. Und ich sehe schon, die beginnt auch sahnig. Komm, die nehme ich auch noch mit. Dann halt nicht, hab nämlich keinen Bock auf dich. Tschüss! Einfach den Kampf. Okay, hier ist wieder direkt die Treppe. Es benutzt nur Lockduft. Das andere kommt aber. Und wird einen Angriff landen können, bevor ich weg bin. Schade, nicht wieder im Raum von der Treppe. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, jetzt sind hier offensichtlich starke Mon. Wow, das war der One-Hit Level 16. Ist das Level, auf dem sich die meisten Pokémon-Starter zum ersten Mal entwickeln. Aber erstens ist Shinnok kein Starter, zweitens sind wir hier in Mystery Dungeon, da gibt's nicht entwickeln. Apropos, viele wissen das sicher, das ist, denke ich, auch jetzt nicht wirklich ein fetter Spoiler. Man kann sich ja theoretisch später im Spiel entwickeln. Ein gutes Stück später. Und ja. Hier sind schon viele Weiterentwicklungen von den Monster vor. Ich muss sagen, das habe ich tatsächlich erst einmal gemacht und ich werde es wieder nicht machen. Viel überrascht das jetzt vielleicht auch, weil das eine Mal, dass ich das gemacht habe, in meinem ersten Let's Play zu dem Spiel war. Aber ich persönlich bin absolut kein Freund davon, Pokémon zu entwickeln, muss ich ehrlich sagen. Dieses Mal will ich dann auch nicht mehr wirklich weiterspielen, sobald die Möglichkeit gekommen ist, anders als letztes Mal, weshalb es auch nicht wirklich Sinn machen würde. In Super Mystery Dungeon habe ich das zum Beispiel auch nicht gemacht. Da finde ich es auch am schlimmsten zu entwickeln.
da mache ich jetzt einfach keine irgendwie anspruchsvollen Missionen mehr mit meinen Haupt-Pokémon. Da benutze ich... Das schafft man sowieso, ehrlich gesagt, nicht mehr im Aftergame. Da kriegt man mit den Haupt-Pokémon nichts mehr hin. Aber ich habe zum Glück da auch einige starke. Das Einzige, was ich halt nervig finde, ist, dass es da möglich ist, dass Pokémon, die man rekrutiert hat, keine Zeit für Missionen haben. Und dann sind so meine Stärksten immer weg. Und ich hasse es. Dann sind meine Stärksten einfach immer weg und das ist so nervig. Dann kann ich die nicht benutzen und muss Schwächere nehmen und... Und dann hoffen, dass die überhaupt stark genug sind. Hä? Einen einzigen Weg habe ich noch nicht genommen. Und ich verfehle sicher. Wenn ich jetzt nicht treffe, könnte man beleben. Wenn er jetzt irgendeine gute Feuerattacke auspackt, okay, hat wohl keinen Bock. Das sieht irgendwie aus, als wären da zwei von den Viechern an einem Fleck. Das ist dein Job. Hä? Fragezeichen, Man hat bisher... Okay, dann ist es vom letzten Kampf die Attacke sogar noch in dem Fall. Also, logischerweise... Absorber. Ja, so sollen die Ebenen doch laufen. Bloß, dass die Treppe vielleicht ein bisschen näher am Eingang sein könnte. Oder eben da, wo ich spawn sein könnte. Zweimal Tackle überlebst du nicht. Lass mich raten, genau das habe ich erwartet. Ich stelle mich einfach mal... Oh Mann, das war aber auch blöd von Fragezeichen, Man. Trotzdem benutze ich meine Runde dafür. Und treffe natürlich nicht. Das macht halt auch nicht wirklich effektiven Schaden. Ich wollte diagonal laufen, hat nicht geklappt. Boah, benutzt doch keinen Solarstrahl, Junge. So, wieder sehr nah an der Treppe gespawnt. Ich müsste langsam aber sicher oben ankommen, oder nicht? Sehr schön, nicht ein Gegner. Und ich bin oben angekommen. Dunsthöhlengipfel. Wir sind ganz nach oben gestiegen, dieser Ort. Er fühlt sich irgendwie seltsam an. Es liegt eine Spannung in der Luft. Meine Haut kribbelt, überall. Es fühlt sich an, als würde mich etwas erdrücken. Irgendeine schreckliche Gefahr. Das ist das Geräusch von vorhin, Schmünter. Genau wie ich mir gedacht habe. Das war ein Brüllen. Irgendetwas kommt auf uns zu. Hey, 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 seh mal her. Die ganze Gilde ist da. Ist sie das? Die Statue von Groudon? Oh, aber ist niemand hier? Bist du sicher, dass du den Gildenmeister gesehen hast, Krebskorps? Sicher bin ich mir sicher. Ich habe ihn gesehen, als ich auf dem Weg zurück zum Basislager war. Der Gildenmeister hetzte auf der Jagd nach einem perfekten Apfel vorbei. Ich habe gerufen und gewinkt, aber er war anscheinend zu abgelenkt und hat nicht reagiert. Aber ich würde sagen, dass das Team von Schmünter vorgegangen ist. Bestimmt ist der Gildenmeister ihnen nachgegangen, glaubst du nicht auch? Hm, der Boden. Zum Guckuck, der bebt.
Was ist das bloß? Was ein Lärm! Ist das vielleicht Papa? Nein, genau. Irgendwas geht da oben vor. Lauf mal hoch, schnell. Hm? Nee, Papa, hast du das da drüben gehört? So ein Ächzen und Stöhnen. Oh, das hast du dir eingebildet. Beeilen wir uns jetzt. Ja. Nein, das hat Dicta sich nicht eingebildet. Au! Ich bin ganz ausgelaugt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wie ist das passiert? Wie hat Knuddeluff unseren Furz so leicht abgeschüttelt? Und wie hat Knuddeluff zugeschlagen? Er ist unglaublich. Und jetzt wieder zu uns. Hey, Groudon. Was ist das? Das sieht aus wie die Statue. Dieses Pokémon existiert wirklich? Ihr seid gekommen, um diesen Ort zu entweihen. Verschwindet! Aber wir wollen doch nur zum Nebelsee. Was, zum Nebelsee? Ich bewache den Nebelsee. Ich bin Groudon. Ihr werdet diesen Ort nicht lebend verlassen, Eindringlinge. Was? Hey, hey, da ist der Eingang. Hier können wir reingehen. Los! Ey, Plaudergeil, kann ich was fragen, wenn wir weiterlaufen? Plaudergeil, kennst du einen Pokémon namens Groudon? Aber natürlich, für wen hältst du mich? Ich bin immerhin das oberste Denkorgan der Gilde. Ah! Groudon ist ein legendäres Pokémon, von dem in Mythen die Rede ist, die seit Generationen weitergegeben werden. Ein legendäres Pokémon? Richtig! In den Mythen heißt es, dass es das Land aus dem Meer gehoben hat und dass es die Kontinente gebaut hat. Uiui, das hört sich nach einem enormen Pokémon an. Was, wenn man gegen Groudon kämpfen müsste? Was würde dann passieren? Kämpfen? Völlig unmöglich! Mit dem schönen Bild im Hintergrund. Ah! Wenn irgendwer dumm genug wäre, Groudon zum Kampf herauszufordern, tja, dazu müsste man lebensmüde sein. Es ist unglaublich stark, wie alle legendären Pokémon. Ja, hey. Das ist unheimlich, aber wir müssen mutig sein. Ich muss mich dieser Sache stellen. Wir können jetzt nicht aufgeben, Schmünzer. Macht euch auf meinen Zorn gefasst. Bosskampf-Time! Das ist etwas, das mir tatsächlich keinen Nachteil bringt dieses Mal. In meinem ersten Durchspielen schon. Hier, Groudon, ich hab was für dich. Schöner Treffer. Da, ich mach weiter. Hä? Also Groudon ist Typ Boden, deswegen machen Elektroangriffe keinen Sinn. Aber was denn los, Groudon? Siehst du etwa nicht richtig? Das ist aber schade. Wie, du bist befreit von... Nee. Du... Nee. Eben! Sag mal, Groudon, was gibst denn du hier für eine Show ab? Das ist ja nichts. Ich tackle dich hier gerade zusammen. Warte. Wie befreit. Jetzt läuft er. Guckt euch diesen Schiss an.
Jawohl! Ich zitiere Plauderguy. Es ist unmöglich, gegen Groudon zu kämpfen. Ja. Wie viel Schaden hat mir das jetzt gemacht? Genau. Gar keinen. Einen sahnigen Applaus für Groudon. Und hier würde ich sagen, beenden wir für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, zum Supporten ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Und lachen weiter Groudon aus. Ja, bis dann. Ciao.